Hi Fans und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. Wir gehen nämlich weiter, Region 4, Überforderung. Ich habe es jetzt im letzten Video kurz angesagt, ich mache jetzt immer ein Video für jeweils ein Level. Und dann machen wir am besten vielleicht immer zwei Videos für ein Level, dass wir es am Anfang immer angehen einmal. Und dann nochmal die Speed-Variante, wo wir dann wissen, wie das Level läuft, dass wir es dann reinhauen. Weil ich glaube, außer mal den... Mit den Tutorials am Anfang werden wir es wahrscheinlich nicht überall schaffen, in jedem Level gleich beim ersten Versuch den S-Rang zu schaffen. So, das heißt, wir haben hier 20 Minuten wieder Zeit für. Ich habe noch keine Ahnung was, deswegen schauen wir erst einmal. Hey Yoshida, ich habe gehört, dass dich eine nahegelegene Region kontaktiert hat. Unsere Kunden sind geschützt, die Kolonisten sollten also nicht in der Lage sein, dich zu erreichen. Ich überprüfe noch einmal die Netzwerkberechtigung. Begib dich jetzt einfach in die nächste Region und lass die Kolonisten arbeiten. Zuweisbare Arbeitskräfte sind der Schlüssel zu jeder Industrie, die über bloßen Rohstoffabbau hinausgeht. Jedes Werk und jede Fabrik benötigt Arbeitskräfte, die für deren Zuweisung du zuständig bist. Oft hast du nicht genug Arbeitskräfte, um alle Gebäude vollständig zu besetzen. Also musst du Prioritäten setzen. In der nächsten Region wird Kupfer benötigt. Okay, aber bisher hat hier noch niemand Kupferbergwerke gebaut. Bitte beschwere dich nicht darüber. Hier wird Kupfer benötigt, aber es hat noch keiner Kupferbergwerke gebaut. No front, gell? Es ist dein Job, die Dinge zum Laufen zu bringen. Baue einfach neue Kupferbergwerke über den Kupfervorkommen. Das sollte dir leicht fallen. Saito, Abteilungsleiter für Außenweltkolonie Nakatani Chemicals. Erhöhte Gleise sind teurer im Bau. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. So, willkommen bei Überforderung. Jetzt kriege ich sowieso erst einmal gezeigt. Permanente Lizenz freigeschaltet. Kupferbergwerk. Muss auf einem Kupfervorkommen gebaut werden. Ein Lied von Eisen und Kohle. Insgesamt produziert 8 Stahl. Stahl ist eine unerlässliche Voraussetzung für unsere wahren Produktionspläne. Für deine Aufgabe musst du die Produktion in den von Haganeka lizenzierte Stahlwerk ankurbeln, indem du ihnen Eisen, Erz und Kohle lieferst. Ich habe gedacht Kupfer. Also der Timer läuft noch nicht an zu... Timer hat noch nicht angefangen. Ich kann nochmal... Ersteinrichtung. Während der Ersteinrichtung werden Timer angehalten und beim Zerlegen 100% der Kosten erstattet. Neue Bahnlinie 0 von 1. Verbinde 2 Bahnhöfe 0 von 2. Kaufe einen Zug. Okay, das heißt, ich kann jetzt am Anfang, bis der erste Zug rollt, kann ich erst einmal frei hier handhaben. Okay, das ist ja schon mal gar nicht schlecht. So. Hier haben wir eine Wasserpumpe. Level 2 sogar schon. Die hat sogar 12. Das heißt, die müsste ja vollkommen ausreichend sein, um hier 16 Wasser hinzubringen. Hier haben wir ein Eisenbergwerk. Hier haben wir ein Stahlbergwerk. Zeppelin-Dock, der Coupon-Shop. Natürlich der Coupon-Shop. Kohlebergwerk, Kohlebergwerk, Kohlevorkommen. Drahtwickler, Drahtwickler. Kupfervorkommen. Also Kupfer gibt es nur ganz da hinten. Warenfabrik. Okay, und ich muss 8 Stahl produzieren. Warum brauche ich dann dafür Kupfer? Das will mir jetzt erstmal nicht in den Schädel rein. So, die Warenfabrik braucht Stahl und Draht. Und Draht wiederum benötigt Kupfer. Und die Stadt will natürlich auch Stahl oder Ding. Und die Stadt will natürlich auch Energie als zweite Ware. Aber ich glaube, Energie gibt es hier gar nicht, gell? Okay, also muss ich quasi Kupfer. Der macht aus einem Kupfer, macht er 2 Draht, wenn ich das so richtig sehe, oder? Und das hier braucht dann aber auch wieder Arbeiter, das war klar. So, das hier oben braucht Arbeiter. Das hier braucht Arbeiter. Und wie viele Arbeiter habe ich momentan? Ich habe nur 6 Arbeiter, okay. Hier bräuchte ich 4 und hier bräuchte ich auch 4. Da geht das Dilemma schon mal los. Also müsste eigentlich unsere erste Bahnlinie Wasser sein. Aber... Die Stadt liegt natürlich wieder ein bisschen weiter oben. Das
Das heißt also, eine billige Lokomotive mit zwei Waggons müsste es eigentlich, aber mit drei Waggons müsste es erst einmal schaffen. Sagen, okay, pass auf. Bahnhof hier, ein Bahnhof da. So. So, und jetzt fängt nämlich auch der Timer an. So, und jetzt fangen wir unsere Industrie an, Kupferbergwerk. Was produziert er in der Minute? Weiß man noch gar nicht. So, erst einmal hier zwei Arbeiter rein. So, dann brauchen wir hier zwei Bahnhöfe und hier. Ja, da sind keine Arbeiter zugewiesen, die brauchen wir jetzt erst einmal auch nicht. Schauen wir mal, wie hier die Auslastung jetzt gleich läuft. Da muss ich jetzt natürlich erst wieder hier diese unmögliche Steigung von dem Ding eigentlich hier trennen. Das ist natürlich blöd. Normalerweise sollten die produzierenden Gebäude tiefer liegen als die abbauenden, dass der volle Zug immer bergab fährt und der leere Zug bergauf muss. So, und der benötigt Stahl und Draht für Waren. So, und aber für Stahl brauchen wir natürlich Eisen und Kohle. Und für Eisen wiederum... Ach, Eisenbergwerk. Okay, den brauche ich gar nichts. Gut. Der produziert 8 Wagen die Minute. Also das Problem ist, Arbeitstempo ja nur 35%, weil ich habe ja momentan nicht genügend Arbeiter. Moin, also sogar 24 im Lager.
keine Ahnung, ob das so... Weil ich brauche den zweiten wahrscheinlich gar nicht. Der macht ja, so wie es aussieht, erst einmal genug. Was aus Gütern Gutes machen. Gut, deine nächste Aufgabe ist es, den Warenexport anzukurbeln. Für die Warenindustriekette benötigst du Stahl, dessen Produktion du in der letzten Aufgabe gesichert hast. Und Draht, welcher aus Kupfererz hergestellt wird. Liefere weite Waren für den Erz. Achte auf die Bedürfnisse deiner Arbeit und erwäge die Stadt zu vergrößern, deine Industriekette zu besetzen. Jetzt muss das Ganze an Zeppelin-Dock dran, das war ja wieder klar. Nur wenn wir jetzt aber noch Arbeiter hin, können wir hier auf 100% ja hochschrauben. Ah, ich sehe schon, das wird halt von Level zu Level schwieriger. Und jetzt müssen wir einfach nur 24 Waren ans Zeppelin-Dock bringen. So, und die Bevölkerung hat natürlich jetzt schon... Ja, warte mal. Ne, nächstes Level ab 128 müssen wir nicht durch. Der Wasserzug läuft immer noch weiter. Jetzt noch die Bank anklicken und einfach mal ein bisschen Geld machen, damit ich Zinsen hier kriege. Mal gucken, was 4000 Einzahlen an Zinsen bringt. Weil der schleppt sich halt schon ziemlich hart mit dem ganzen Kupfererz da hoch. Und der hat halt Gott sei Dank hier nur eine Steigung mit drin. Ja, also ich glaube. Ja, hier gibt's Ölquelle. Aber kann ich auch nicht Ding? Ja, natürlich, ich kann auch ein Ölkraftwerk bauen, aber lohnt sich das? Wir müssen jetzt 5 von 24 Waren exportieren. 1,7 die Minute. Damit müssten wir eigentlich ja auf die 11 schon hinkommen, oder? So, machen wir gleich nochmal 2000 rein. Und den können wir fast nochmal denken. Da sind wir ja schon gleich 4. Also Draht und Stahl, das läuft ja momentan schon so weit eigentlich. Lager voll. Ich überlege jetzt gerade, eigentlich könnte ich ja mal probieren. Immer den nehmen und für die Rückstrecke immer den.
an dem Zug hier. Den kopieren wir. So rum. Und der Zug nimmt für die Strecke, jetzt muss ich die Gleise umschalten, immer den Weg. Dass wir immer sagen, die Züge fahren beide hier das Gleis vor. Und du solltest eigentlich das andere Gleis nehmen, oder? Ich habe zu früh gebaut. Und du hast das aus falsche Gleis genommen. Okay, das heißt, ich muss die. Den da geradeaus und den da zurück und du nimmst auch den da zurück und fahrst auf den wieder hoch. So, dann müsste ich es doch irgendwie schaffen, dass die beiden jetzt halbwegs gut aneinander vorbeikommen, oder? Dass die sich, das ist eigentlich genau das, wie ich es meine, dann haben wir keinen Kreisverkehr quasi, sondern quasi der eine Zug fährt hier ran, während der zweite hier schon wieder den Rückzug antritt, dass die immer so aneinander vorbeifahren. Ist jetzt, was ich meine? Der fährt jetzt den Weg hier schon rum und der fährt natürlich den Weg hier gleich zurück. Ja, genau. Und bis der hier den Berg hoch sein sollte, sollte der im besten Fall dann schon da ankommen. So, den da können wir auch noch konfigurieren und nochmal einen Wagen gerade anhängen. So sieht die Sache doch gut aus. Einer Industrie müssen noch Arbeiter zugewiesen werden, ja. Könnte jetzt natürlich noch meinen Zugverkehr hier ein bisschen aufpeppen, aber eigentlich komme ich ja mit meinen Arbeitern so schon ganz gut hin. Wenn ich den einen hier bei 100%, viel schneller brauche ich ja gar nicht, dafür 14 von 24 Ware, wo wir schon gemacht haben. Und jetzt kriege ich mal das Ding. Jetzt kriege ich mal das Zeug hier gar nicht schnell genug weg. Aber was geht im Ausgang? Im Ausgang haben nur 4 Dinge Platz, okay. Kurze Lokomotive, kurze Strecke, kurze Sache. Sind das so kleine Hilfstipps? Wo die dann sagen, ja okay, pass auf, die Strecke ist ganz gut. Die Strecke läuft optimös. So, und er muss jetzt hier ein klein bisschen bremsen, weil er ein bisschen zu schnell war eigentlich. Aber, okay. Eigentlich ja ganz in Ordnung. Also ich muss jetzt natürlich Stahlwerk upgraden, aber dafür brauche ich eine Lizenz. Wir haben 18 von 24 exportiert. Hierfür brauche ich auch eine Lizenz zum Upgraden, aber dann schon ganz ehrlich, der kommt ja jetzt schon fast nicht hinterher. Außer ich könnte natürlich den Draht jetzt auch an die Dinge liefern, oder? Draht, Stahl, Salz oder Wasser brauchen sie, aber für Wasser, Wasser macht die eine Lokomotive hier. Der kommt soweit mit der Billo-Lokomotive eigentlich ganz gut hin. Ja, und jetzt fährt er noch einmal und dann haben wir es ja eigentlich schon drin. Und die 4... Die 4 Waren haben wir jetzt auch schon gleich drin. Aber da brauche ich eigentlich gar nicht mehr Stahl dran erst produziere, weil mehr als 4 geht eh nicht in das Ding rein, in den Vorlauf von der Fabrik. Ehrlich sagen, es ist ein nettes Management-Spiel. Es ist ein bisschen verständlicher auf jeden Fall vom Anfang her als Ding.
als der Kartell-Tycoon. So. Ach, nehmen wir mal einen Schluck aus der Pulle. Sieg, Überforderung. Wir haben es in nur 14 Minuten 41 geschafft. Und S-Rang ist bis 20 Minuten. Okay, also dann brauchen wir ja hier eigentlich gar keinen zweiten Durchlauf. Oh, erst die Ruhe wieder genießen. Hey Yoshida, ich sag's dir gleich, ich werde dir nicht nach jedem Auftrag eine Nachricht schicken. Du kannst dir sicher sein, dass mein Terminal mitverfolgt, wann du Aufträge erledigst. Und ich habe dir einen großen Arbeitsvorrat zugewiesen. Folge einfach deinem Navigationscomputer. Im Moment solltest du zwei Aufträge haben. Einen Hauptauftrag und einen optionalen Auftrag. Wenn du besonders fleißig bist, kannst du die optionalen Aufträge erledigen. Aber ich werde dich nicht verurteilen, wenn du es nicht tust. Saito, Abteilungsleiter für Außenweltkolonie Nakatani Chemicals. Jetzt haben wir nämlich hier einmal die Region 5 Wassergabelung und einmal Region 4 Bonus metallische Produktion. Das heißt, ich mache jetzt hier wieder einen Cut und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge bei Region 4 Bonus, würde ich sagen.